Hallo zusammen, es ist Mittwochabend, der 24. März, 17.39 Uhr. Der DAX hat geschlossen mit 14.610. Es ist DAX-Time für die heißen Scheine. Vor euch liegt der DAX-Chart eine Kerze, eine Woche. Wir sind nach wie vor in diesen beiden Trendkanälen, in dem hier, der hat die Oberbegrenzung hier, und in dem etwas steileren. Vom Tag her ist der Markt bei mir nach wie vor negativ. Wir haben hier über die traditionelle Sichtweise noch kein Verkaufssignal. Ich rechne damit spätestens am Freitag. Wir sind über die moderne Sichtweise negativ und auch über den Oszillator. Also ich traue mich nach wie vor nicht, den Freund hier zu kaufen. Ich glaube oder muss annehmen, dass wir uns nach wie vor diesen Punkt hier vornehmen, wenigstens den 14.400, denn morgen wird die 20-Tage-Linie sich mit dem verbinden. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber wir werden es jetzt gleich nochmal in 4 und 1 Stunde weitersehen. Also vom Tag her bin ich tendenziell eher ein bisschen negativ eingestellt. Da werde ich erst positiv über einem neuen All-Time-High. Gehen wir mal auf die 4 Stunden. Die 4 Stunden zeigt ein völlig neutrales Bild, von unten beginnend, die Stochastik ist völlig neutral, bei 40 kann ich nichts mit anfangen. Das MACD ist um die Nulllinie, kann ich nichts mit anfangen. Von den Punkten her, vom Chart her, gibt es ein bisschen Interessanteres. Wir haben hier den eben schon angesprochenen 14.400, das Support, das ist das eine. Und dann diese langen Lunden hier. Die wecken natürlich ein Vertrauen, das kann durchaus trügerisch sein. Das wird man gleich in der Stunde noch mal ein bisschen deutlicher sehen. Wir haben heute eine recht stabile Aufwärtskerze gehabt und wir sind in der Nähe des Tageshochs. Wir sind jetzt bei 14.614, also jetzt hier um 17.40 Uhr, also ein bisschen höher als der Tagesschluss auf Xetra. Das ist okay, aber hier werde ich erst positiv über mit einer Stundenkerze und deren Schluss über 14.720. Also ein bisschen Abstand zu 14.708. Er ist dann wieder bei mir positiv. Dann nimmt er auch das obere Band raus und auf 4 Stunden schaue ich da schon ganz gern mal hin. Also technisch neutral vom Chart durchaus mit Chancen. Aber das ist für mich eine 50-50 Chance. Mehr ist es momentan nicht. Gehen wir mal auf die Stunde. Weil die Stunde zeigt uns diese Lunden besser. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Das Interessante ist, dass es immer zwischen der Zeit 9 Uhr bis 10 Uhr. Der Krebs da vorher rum, da passiert gar nichts, dann tut es einen Schlag. Und heute waren wir unwesentlich über gestern. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon wieder vermutet. Aber das ist jeweils zwischen 9 Uhr und 10 Uhr. Hier auch, alle drei. Lange Lunden, tja. Ich kann da jetzt nicht unbedingt ein Zeichen rauswerten, außer dass vielleicht das Vertrauen dann stärker wächst, als man es vielleicht haben will. Aber das ist eine Interpretationssache. Hier oben haben wir die verschiedenen Trendkanäle, die hier oben laufen. Und hier sehen wir auch den Bereich von 14.708. Das ist für mich vom Chart her der Punkt der Punkte. Von der Technik her, traditionelle Sichtweise positiv, MACD positiv und die Stochastik auch positiv. Der hat locker die Chance, hier in diesem Bereich nochmal hochzugehen. Aber wenn er die bis einschließlich Freitag 17.36 Uhr nicht nutzt, baut sich hier die jetzt schon recht hohe Technik weiter auf und dadurch reduziert er das Potenzial. Das heißt, er muss bis Freitag, um positiv zu sein und den Eindruck zu erwecken, muss er bis Freitag über 14.720 geschlossen haben. Vorher nicht. Wir haben hier, ich hole es mal ein bisschen runter, diese für mich sehr wichtige Kerze 14.400, wo also auch morgen am Donnerstag die 20 Tage liegen wird. Deswegen, ich habe mich zu folgendem Schein entschlossen. Normalerweise nehme ich einen Open-End-Schein, aber ich nehme diesmal einen nur bis zum 16.04., weil da muss ich mich jetzt nicht um das schwindende Aufgeld kümmern, nicht schwindendes Aufgeld, sondern um die sich ändernde Basis kümmern. Deswegen bin ich auf den hier, 14.350. Ein 1.4. wäre mir zu kurz, 16.4. finde ich absolut in Ordnung. 14.350, das ist ein 55er Hebel. Der liegt also hier drunter, unter diesem für mich sehr wichtigen Support. Der kommt nur dann in Frage, nur dann, wenn wir die 14.720 mit Schlusskurs überbieten, mit Schlusskurs einer Stundenkerze überbieten. Den kaufe ich jetzt hier noch nicht, weil dafür ist mir die Tagestechnik, also die tägliche Technik von einer Stunde eine Kerze, einem Tag eine Kerze, ist es mir noch zu negativ. Also so richtig traue ich dem Freund hier nicht. Die Dinger nehme ich natürlich zur Kenntnis, aber
Das haben wir es dreimal gemacht. Ob wir das beim vierten Mal nochmal machen, da bin ich mir nicht so sicher. Also dieser für den 16.04. fester Tag, festlegende Schein, hat die Basis von 14.350, ein Hebel von 55 und die Kennnummer GH30GK. Gustav Heinrich 30, Gustav Kurt. Wie gesagt, erst über der 14.720, sonst fasst den nicht an. Das ist im Moment, das ist ein Wabonspiel. Vom Put her, den kann ich hinter dem All-Time-High suchen, hinter der 14.800. Und da passt der hier ganz gut, 14.875. Der hat noch genügend Platz, sodass man den stoppen könnte, für den Fall, dass er rüber geht. Der kommt allerdings bei mir nur in Frage, wenn wir hier diesen Bereich um 14.500 mit einer Stundenkerze unterbieten, weil dann sollte er relativ flott nochmal hier die 100 Punkte nach unten drauflegen. Das ist ein 14.875er, 56er Hebel. Das ist die Kennnummer GH30BF, Gustav Heinrich 30, Bertha Friedrich. 16.04. Also nicht gerade mal 3 Wochen. Ich kann das ganze Ding so formulieren, ich gehe mal auf den Tageschart zurück, der Markt hat eine ordentliche Reise hinter sich und er konsolidiert auf sehr hohem Niveau. Ich kann aber, und dazu tendiere ich eher, nach wie vor sagen, wie letzte Woche, da ist der Deckel drauf. Es ist nicht so einfach, nicht zu schnell reinspringen, wirklich versuchen zu traden, das, was man sieht. Ich habe, wann war denn das, am Wochenende einen Film reingestellt, Trading-Tipps, um Verluste zu vermeiden, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, steht auf YouTube, erfreut sich großer Beliebtheit. Schaut doch mal rein, vielleicht könnt ihr das eine oder andere mitnehmen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.